7:08 nach Spanien, wo die amtierende Regionalpräsidentin der Volkspartei Isabel Díaz Ayuso die Regionalwahl in Madrid gestern klar gewonnen hat. Es ist ihr gelungen, die Mandatszahl zu verdoppeln und somit den drei Linksparteien im Regionalparlament eine schmerzliche Niederlage zuzufügen. Der Wahlkampf war von Gewalt bis hin zu Morddrohungen überschattet und hat die Spaltung zwischen links und rechts im Land weiter vorangetrieben. Ebenso war im Vorfeld dieser Wahl von den möglichen Auswirkungen auf die spanische Politik insgesamt die Rede. Über all das spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Madrid. Guten Morgen, Josef Manola. Guten Morgen. Ein klarer Wahlsieg also für Isabel Díaz Ayuso, aber sie braucht die rechtsextreme Vox für die Regierungsbildung. Wie wird sich Vox verhalten? Wird es Bedingungen geben? Nun, Bedingungen wird es bestimmt geben, aber man muss dazu sagen, dass ja Vox eine Partei ist, die aus der Volkspartei sich abgespaltet hat. Der Gründer von Vox ist ein Mann, der lange Zeit als Parteifunktionär in der Partido Popular tätig war und irgendwann einmal, als er seine Karriere am Ende sah, aus der Partido Popular ausgestiegen ist und diese neue Partei gegründet hat. Vox steht ganz am rechten Rand des politischen Spektrums und wird selbstverständlich Bedingungen für eine Unterstützung stellen. Allerdings ist die Frage, ob Díaz Ayuso diese Unterstützung brauchen wird. Sie hat 65 von 69 Mandaten, die die absolute Mehrheit darstellen würden. Also es fehlen ihr nur 4 Stimmen. Für sie ist viel wichtiger, dass sie mit 65 Mandaten im Regionalparlament mehr hat als alle drei Linksparteien gemeinsam. Also die Linksparteien können sie nicht stürzen, können ihre Gesetze nicht verhindern. Es würde genügen, wenn Vox sich einfach der Stimme enthält. Dann könnte Díaz Ayuso sorglos regieren. Aber jedenfalls sind mit diesem Wahlergebnis die schlimmsten Befürchtungen eingetreten. Mit welchen Auswirkungen auf die spanische Politik insgesamt ist zu rechnen? Nun, Auswirkungen wird es einige geben, weil Díaz Ayuso sich als Gegenentwurf, als Beispiel dafür vorgestellt hat, wie man in Spanien regieren sollte. Díaz Ayuso will über die Grenzen der Region, der Großregion Madrid hinaus Wirkung zeigen. Für sie war der Gegner nicht der Oppositionsführer im Regionalparlament, sondern Premierminister Pedro Sánchez. Sie sagte immer wieder in allen ihren Reden, wir können besser regieren als die Linke, wir werden vorzeigen, wie man das macht und wir werden die Krise besser meistern als die sozialistische bzw. die Linksregierung von Sánchez und Unidas Podemos. Wird Díaz Ayuso mit ihrem Wahlerfolg nur noch dem Landesparteichef Pablo Casado gefährlich und entsteht da ein Machtkampf, an deren Ende möglicherweise sie die Gegnerin von Ministerpräsident Pedro Sánchez ist? Das ist durchaus möglich. Also wer sich die Feier gestern Abend angesehen hat, die trotz aller Beschränkungen und der Sperrstunde um 23 Uhr noch kurz vor 23 Uhr im Gange war, der hat eine Siegesfeier gesehen, wie man sie in der Volkspartei schon lange nicht mehr erlebt hat. Die Volkspartei ist in den letzten Jahren am absteigenden Ast gewesen. Diese Regionalwahl, der Sieg von Díaz Ayuso, stellt einen Triumph dar, wie man ihn eigentlich in dieser Größe auch nicht erwartet hat. Díaz Ayuso ist eine Politikerin, die keine Glasdecke kennt, sie will nach oben. Sie könnte in der eigenen Partei, ihrem Parteichef gefährlich werden. Und auf nationaler Ebene wird sie sicherlich als Herausforderin in einem möglichen nationalen Wahlkampf bereits jetzt gesehen. Die Wahlbeteiligung bei der Regionalwahl in Madrid war sehr hoch, rund 80%. Weshalb wurde Díaz Ayuso gewählt? Wegen ihrer weniger strengen Corona-Regeln? Die Corona-Regeln, die Öffnung schon im Frühjahr, die ja immer wieder gegen die Maßnahmen der sozialistischen oder der Linksregierung gegangen ist, war sicherlich beteiligt an diesem Ergebnis. Wichtig war für Ayuso allerdings auch, dass sie mit allen ihren Maßnahmen immer wieder gezeigt hat, dass die Konservativen in der Krise besser regieren können. Das war zumindest ihre Behauptung. Am Höhepunkt der Pandemie zum Beispiel hat sie es geschafft, innerhalb weniger Tage ein Notlazarett einzurichten, als sie sah, dass die spanische Regierung ihr nicht zu Hilfe kommt. Also einerseits war die Bevölkerung sicherlich von den Maßnahmen oder von den
verschiedenen Maßnahmen der konservativen Madrider Regionalregierung überzeugt. Andererseits hat natürlich auch sehr stark eine Rolle gespielt die große Spaltung und die Eskalation im Wahlkampf, wo es zu Beschimpfungen, zu Drohungen, zu einem Klima gekommen ist, das vielen, vielen Menschen in der Bevölkerung also gar nicht gefällt. Und das wollte man auch mit dieser hohen Beteiligung ablehnen. Josef Manola in Madrid, vielen Dank für diese Einschätzungen und einen guten Tag. Danke.